Hey ho, Retrofreunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3 Nemesis. Also, was geht's? Ja, ich bin hier in der Kathedrale oder in der Kirche oder was auch immer das ist, gelandet. Und irgendwie erwartet uns doch ein Hubschrauber oder irgendjemand, der uns hier hilft, raushelfen tut. Ein Fluchtweg. Übrigens, wenn ich mich komisch anhöre, ich bin ein bisschen erkältet und aufgrund eines Vorfalls zu Silvester ist meine Stimme weg gewesen. Ist noch nicht ganz zurück, aber einigermaßen geht's ja. Ja, würde ich sagen, so, lass mal das. Ah ja, sieht schon primstens aus. Mal schauen, was es hier gibt, was wir erleben werden. Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Dann mache ich mal nochmal hier die Dings. Mache ich hier nochmal. Tue ich hier nochmal weggeben. Die Granaten. Ein bisschen Platz schaffen, ne? Das muss auch sein. Bisschen Platz schaffen. Falls ich husten sollte, wundert euch nicht. Hier was? Notiz oder so? Nö, warum auch? Kunstpostkarte. Eine Postkarte, die antike Uhren zeigt. Sie ist mit folgendem Spruch bedruckt: Überlasse der Göttin deine Seele, falte die Hände und bete vor ihr. Hat eigentlich keine Lust zu beten irgendwie. Ich will einfach nicht beten und so. Nee. Überlege schon, ja, ich mach's. Ach, ich mach's. Also, ich dachte, ich hab schon. Gut, dann halt nicht. Was ist das da? Hallo? Minenwerfer. Was zur Hölle? Dienstanweisung. Befehl für UBCS Echo Team. Innenstadtbereich von Verseuchung befreien und restliche Bürger in den Glockenturm evakuieren. Unter den Zivilisten haben Beschäftigte Vorrang. Die in Tochterunternehmen von Umbrella arbeiten, in ständiger Alarmbereitschaft bleiben, denn die Infizierten verfügen über große Ausdauer und werden ohne Zögern zuschlagen. Evakuierungsablauf. Erstens, wenn der Auftrag ausgeführt ist oder wenn es unmöglich wird, ihn zu erfüllen, muss sofort evakuiert werden. Zweitens, wir werden einen Hubschrauber, der in der Vorstadt wartet, direkt zum Platz vor dem Glockenturm schicken.
Drittens, wenn Sie für die Evakuierung bereit sind, läuten Sie die Glocke im Glockenturm, um dem Hubschrauber ein Zeichen zu geben. Boah, das wird immer. Immer heute auch, ja, das ja. Ja. Warum sollte man das nicht machen? Das ist doch toll, sowas. Glockenturm Cortei. Mal gucken, was ich hier kriege. Die Cortei. Ja, müssen die denn hier so rumhängen? Kann doch nicht sein, doch. Das war's für dich, Edge. Kein Platz mehr, du. Ja, da holen wir uns später das Ding, du. Da kann ja nicht sein, du. Fressen Besen, wenn das so ruhig bleibt. Speichern? Nö. Nö, also speichern hat nicht, du. Da muss ich wirklich Platz erst machen. Das geht so nicht. Wie Minenwerfer lassen wir mal. Wir schmeißen das raus. Ja. Das kann man ja auch abgeben. So. Ja, was das wohl war? Nehme ich nur das beides hier? Das auch erledigt ist. Ich könnte jetzt natürlich zur Granaten umfunktionieren oder aufpumpen da. Allerdings muss ich die andere Munition auch so ein bisschen fördern, ne? Die können wir nicht außen vor lassen. Erstmal schön speichern, brav. Ja, geht doch. Schmeißen wir das mal raus hier. So. Ich brauche den Platz. Hau ab!
Hier gibt's nichts umsonst, ey. Kann nicht wahr sein. Weiß nicht, ob das so schlau ist, jetzt da rauszugehen. Au! Ich dachte, es gibt hier was. Na gut, dann halt nicht. Aber da waren noch Granaten, wenn ich mich irre. So, den Kamin hätten wir. Den hätten wir. Muss ich nochmal gucken. Das ist nämlich ganz entscheidend für ein bestimmtes Rätsel. R-H-R-H-R. Wenn ich mich irre, muss ich entweder so eingeben oder andersrum. R-H. Hä, wir geben's, ich geb's mal so ein, wie ich es vermute. Ich vermute es mal, aber es könnte entweder die richtige Kombination sein, oder es wollte sie zeigen, weil das ist, dass eigentlich das so nicht eingeben muss, sondern entgegengesetzt. Mal gucken, ob ich da richtig nicht liege. Schon zu lange her, als dass ich das noch weiß. Was haben wir da? A? Zornrädchen. Das werden wir noch brauchen. Also doch entgegengesetzt. Also muss das hoch. Genau. RH, dann ist das H. Alles klar, R. Muss ich gerade mal rein, weil das war RH, R. Schalter A, oder weiter B, weiter C. Weiter, weiter.
Ja. So, und dann hoch. Müsste so passen. Geht doch, ich sag's doch. Tu 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 du 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 du. Warum man das Ding jetzt? Was sind das für eine Patrone nochmal? Alles klar, das ist doch schön. Trotzdem packe ich es weg. Farbbänder natürlich. So, da. Nochmal abspeichern. Siehst du, hier kriegen wir sogar ein neues Fahrband. Das ist doch auch schön. Da ich jetzt weiß, was kommt, möchte ich schon. Also ein bisschen speichern möchte ich. Ja. Oh, sieht der hässlich aus. Mensch. Das war mal ein ganz schöner Junge, aber jetzt nicht mehr. Egal was der macht, der kriegt uns einfach nicht, ey. Ist ganz komisch. Das ist immer so komisch, finde ich. Da strengt er sich so an und er kriegt einen einfach nicht. Er braucht sich eigentlich gar nicht so anstrengen. Also, er kann es doch selber leiden lassen. Er braucht bloß Raccoon City verlassen. Tse. So, wieder Platz. Das Rätsel wird jetzt lustig. Ich muss da jetzt erstmal kurz nochmal rausgehen, bevor. Genau deswegen. Wo die böse Spinne einen immer angreifen wird. Ich meine, versuchen wird es trotzdem, aber so.
das ist ein dämliches Vieh. Ja, Gott sei Dank nicht. Ich dachte schon, jetzt hat er Gift irgendwie. Und dies? Notiz des Söldners. 26. September. Es ist erst 3 Stunden her, seit die Mission anfing, aber das Team ist auf mich und Campbell zusammengeschrumpft. Es gibt weit mehr Zombies, als wir erwartet hatten. Für diese Stadt gibt es keinerlei Hoffnung. Wir haben uns bereits die Antikörper gegen den Virus injiziert, doch ich bin nicht sicher, ob sie wirken und ob ich überlebe. 27. September. Wir haben den Glockenturm irgendwie erreicht. Voller Verzweiflung stahlen wir einigen Verwundeten die Waffen und benutzten die überlebenden Bürger als Lockvögel. Es wurde uns beigebracht, damit wir im Kampf überleben, doch ich konnte es nie leiden. Vor mir traf ein Mädchen am Glockenturm ein. Sie ist eine der Überlebenden. Sie sieht aus wie meine Schwester, bevor sie verhungerte. Sie sieht aus wie meine Schwester, bevor sie verhungerte. 28. September. Ich wollte uns so schnell wie möglich evakuieren, doch das Mädchen sträubte sich. Ihr Vater würde die Stadt nicht verlassen, der seine geliebte Frau begraben ist. Ich wollte das Mädchen wirklich retten, doch Campbell meinte, mich kümmert nur unser Leben. So empfand ich vorher auch, doch jetzt. Der Glockenturm ist inzwischen ein gefährlicher Ort geworden und ich will nicht noch mehr Fehler machen. Und jetzt bist du tot. Tja. Und das? Minengeschosse. Ja, mal gucken, was das bringt. Mal genau schauen, wie die Anordnung der Kugeln waren. Das ist mal ein bisschen blöd manchmal. Ja. Es könnte jetzt ein bisschen was dauern, ne? Bis ich es raus hab. Mal gucken, ob es passt. Tja. So schnell kann's gehen. Oh! Bestimmt Gift. Nee. Halt doch kein Gift, meine Güte, das ist ja.
Ja, das ist keine Auswirkung, das hätte ich überdenken können. War auch jetzt ein Fehler, weil eigentlich hätte ich nach oben gemusst. Ja. Einfach schade, dass das im Remake nicht dabei war. Das ärgert mich. Die kleinen Viecher sind auch nicht nett. Vor allen Dingen so Spinnen an sich gab es noch nicht in den Remakes. Mal sehen, ob die dann im nächsten Remake eingebaut werden. Erstmal schnell das reinlegen, da ist erstmal Platz weg. Platz frei, besser gesagt. Wenn ich vielleicht etwas ruhiger bin, wundert euch nicht, ich bin halt erkältet. Tu mal speichern, dann lege ich es ab. Und dann muss ich das Inventar so ein bisschen verändern. Mich rüsten kann für das, was jetzt kommt. Das. Mal sehen, ob ich es ohne Heilung schaffe. Wenn nicht, muss ich halt dann nochmal was nehmen. Achso, habe ich ja.